Hey guys, it's Max from Zeeman Fishing here, and today we want to talk about Chatterbaits. We are on Lake Okeechobee and ist Quatsch, ne? Aber wir wollen heute über das reden, was ich hier in der Tasche habe, nämlich ohne Ende Chatterbaits. Da gibt es krasse Unterschiede, da gibt es krass viele verschiedene. Und wenn ihr wissen wollt, wann ihr was nutzen müsst oder könnt, dann solltet ihr dranbleiben. Ich bin Max und ihr guckt Angeln maximal. Also kurz zum Aufbau vom heutigen Video. Ich habe in letzter Zeit viel mit Chatterbaits gefischt. Ihr seht schon, es ist Sommer geworden und zwar innerhalb kürzester Zeit. Meine letzten Videos, die ich gemacht habe zum Frühjahrshechtangeln, waren schon fast outdated, als sie rauskamen, obwohl sie erst 2 Wochen her waren. Die Natur ist explodiert und die Wassertemperatur ist auch richtig nach oben geschossen und zwar in ganz Deutschland. Und da gibt es jetzt einen Köder, der wieder ganz weit oben auf der Speisekarte der Räuber steht und das sind Chatterbaits. Die habe ich hier drin. Heute alle von Zeeman, alle die es bei uns in Deutschland von Zeeman gibt, sind hier drin und da gibt es wie gesagt einige Unterschiede. Als erstes zeige ich euch mal, was es alles für Zeeman Chatterbaits gibt. Ich habe mir mal bei Carmo alle einmal nochmal neu verpackt geordert und dann habe ich natürlich auch noch ein paar gerigte dabei, die ich schon in letzter Zeit häufiger mal gefischt habe. Und dann, wie gesagt, gehen wir auf die Unterschiede ein. Danach erzähle ich euch ein bisschen was über Trailer, was ihr zum Beispiel hinten auf den Köder raufziehen könnt. Das ist ja nicht nur der Chatterbait an sich, sondern es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Danach zeige ich euch einmal, wie man das Ganze führt. Und dann gehe ich noch mal kurz auf mein Lieblings-Chatterbait aus dieser großen Range ein. Der ist noch relativ neu, aber hat so brutal rasiert. Und wenn ihr wissen wollt, was ich damit gefangen habe, dann müsst ihr bis zum Ende des Videos dranbleiben, denn da packe ich euch noch mal die Insta-Story von vor 2 Tagen war das, glaube ich, rein, wo das Ding einfach nur unfassbar krank gefangen hat. Also bis zum Ende dranbleiben, wenn ihr diese unglaublichen Fänge noch sehen wollt. Wir starten einmal damit, was hier alles in dieser schönen Kiste drin ist. Und zwar sind hier meine gerigten Chatterbaits, große gerigte Chatterbaits. Da gibt es halt viele Variationen, viele Varianten mit vielen verschiedenen Trailern. Gehen wir gleich drauf ein. Dann habe ich hier die kleinen Chatterbaits, die geriggt sind. Ja, da gehen wir auch drauf ein, was das für Sachen sind. Hier habe ich nochmal die kleinen ungerigten Chatterbaits, die ich vorher mal so gefischt habe. Ihr seht schon, hier ist einfach in der Mitte leer. Das ist das von dem besagten Superköder, der in letzter Zeit halt ja richtig brutal gefangen hat. Wenn ihr den Podcast oder meine Videos oder meine Stories oder sonst was verfolgt, dann habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass Chatterbait eigentlich ein Name ist, den es nur hier von Zeeman gibt. Zeeman sind auch quasi die Erfinder von dem Ding. Die haben sich das patentieren lassen. Theoretisch durfte sogar keine andere Firma ihre Köder Chatterbaits nennen. Ein Chatterbait ist im Prinzip, es gibt Swimjigs. Ein Swimjig ist normalerweise bei den Amis ein Skirted-Jig oder Rubber-Jig, also ein Kopf mit Fransen und das ganze Ding dann meistens mit einem Weedguard, also mit so einem Kraut- bzw. Dreck- oder Hängerschutz. Hier könnt ihr hier oben zum Beispiel sehen, ja, der ist mit einem Weedguard, also der hat hier oben diesen Hängerschutz dran. So wäre jetzt ein Swimjig, der zum Swimbait angeln, also zum Beispiel kann man da einen Fat Swing Impact raufziehen und kurbelt das Ding dann durch. Anders gibt es ja wieder noch Köder, die dann gemacht sind, um sie am Grund anzubieten, also Jigs, mit denen man am Grund fischt und so weiter. Aber Swimjigs sind eigentlich die Dinger, die quasi ein bisschen so einen spitzeren Kopf haben, Fransen, und da kommt dann irgendein Köder, den man einfach durchkurbelt drauf. Dann gibt es natürlich Spinnerbaits, die vor allem durch diese Reflexion von so einem Spinnerblatt und natürlich durch die Vibration und Druckwellen überzeugen, die dann unten dran nochmal einen Körper haben. Und da kommt dann auch nochmal ein Trailer drauf. Trailer ist immer der Köder, der aufgezogen wird auf das ganze Ding. Und dann gibt es noch Crankbaits, die normalerweise einfach nur kleine, dicke, runde Köder sind. Hier, Crankbait mache ich ein extra Video heute noch, um euch das zu zeigen. Hier haben wir mal 2 Crankbaits, einen etwas kleineren, einen etwas größeren. Die sind halt vor allem durch ihre Vibration fängig. Und mit einem Chatterbait hat man versucht, alles zu kombinieren. Diese 3 Sachen, also einmal dieses Funkeln von einem Spinnerbait, ja, was natürlich vorne durch das große Chatterblatt passiert. Dann hat man den Swimjig, der eben mit seinen Fransen spielt und so weiter, wo man dann noch einen Trailer drauf hat. Und dann hat man noch die Vibration, die ein Crankbait macht. Also 3 Köder in einem kombiniert, das war eigentlich mal die Idee von diesem Chatterbait. Und der wurde, wie gesagt, 2006 von Zeeman dann hergestellt und erfunden, sage ich mal. Seitdem gibt es diesen Chatterbait und letztendlich ist es aber ein Bladed Swim Jig. Also ein Blade ist eine Klinge oder ein, dieses Blatt hier vorne dran und das Ganze dann an diesem Swim Jig. Hier zum Beispiel bei diesem Willow Wipe oder dem Chatterbait ohne Fransen wäre es einfach nur der Jig mit dem Blatt vorne dran, also einfach nur ein Bladed Jig.
So viel erstmal grundsätzlich zu Chatterbaits und was damit gemacht werden soll, nämlich dass man diese drei Köder zusammen kombiniert. Und dann haben wir jetzt hier die verschiedensten Arten, die sich alle ein bisschen unterscheiden in vor allem Form und Größe, aber auch im Lauf und in dem, was sie können. Wir fangen einfach mit dem kleinsten an, gehen einmal kurz durch. Ich werde jetzt nicht ewig lange zu allen erzählen, denn es sind einige, wie ihr seht, und dann würden wir hier morgen noch sitzen. Also machen wir mal ein bisschen Schnelldurchlauf. Alle Chatterbaits, die es von Seaman bei uns im Programm gibt, habe ich euch einmal mitgebracht. Wir gehen von klein bis groß durch. Den kleinsten Flashback lassen wir raus, weil der ist ein bisschen was anderes. Der ist schon vorgeriggt und so weiter und deswegen schlägt das ein bisschen aus der Art. Ist aber eigentlich auch ein ganz cooler Köder, hat auch einen guten Lauf. Ist wie gesagt sehr klein, ursprünglich entwickelt für so Crappy-Angeln und kleine Bass oder Forelle. Aber die normalen gehen wir jetzt einmal alle durch. Die sind eigentlich auch so nicht ganz normal, aber sind halt normale Bladed Jigs ohne den Skirt quasi dran. Und deswegen zeige ich euch die auch nochmal. Und da gibt es auch nochmal eine Besonderheit mit dem Willow Blade. Also eine andere Form. So, wir fangen bei dem kleinsten an. Der kleinste ist der Chatterbait Micro. Und der Chatterbait Micro ist natürlich, logischerweise, wie der Name schon sagt, der kleinste und an sich wahrscheinlich einer der gängigsten hier auch für Barsch. Zusammen mit dem Mini, der dann von der Größe her direkt danach kommt. Und da haben wir einmal den Micro. Der ist wirklich ziemlich klein, hat aber an sich gleiche Aktion wie der Original Chatterbait und das Ganze halt nur ein bisschen kleiner verpackt. Das heißt, er vibriert ordentlich, er blitzt vorne ordentlich, er macht Geräusche hier, wenn er mit dem Blatt links rechts gegen den Kopf schlägt und ja, er hat halt außerdem natürlich die Skirts dran. So, das ist also der kleinste im Programm. Danach kommt der Mini. Das ist der Mini. Genauso wie der Micro, einfach eine kleinere Version vom originalen Chatterbait. Das heißt auch hier, ne, das Ganze nochmal ein bisschen kleiner als der ursprüngliche Original Chatterbait, hat aber eine ähnliche Form vom Kopf. Könnt ihr auch von hier unten sehen, da sind sich von der Kopfform relativ ähnlich, so ein bisschen rundlich, ein bisschen Football-kopfförmig fast der Mini. Und einfach kleinere Varianten vom Originalen. Dann haben wir danach noch eine Größe, die es jetzt ganz neu gibt. Und ich sage euch, das Ding ist wirklich, also was ich mit diesem Köder gefangen habe, der ist halt wirklich genau richtig für unsere Barschangelei hier in Brandenburg. Ich weiß zum Beispiel, in Holland angeln die Leute lieber mit den größeren Dingern. Wenn ich auf Hecht gehe, angle ich auch lieber mit den größeren Dingern. Und wenn ich auf wirklich große Barsche in den entsprechenden Gewässern gehe oder halt auch zu in anderen Situationen, dann angle ich auch gerne mal mit einem größeren. Aber das Ding hier, der ist einfach wirklich die absolute Fangmaschine, ist dann eben im Vergleich zu dem hier, zum normalen Mini, das ist der Mini Max, ne? Das ist meine Fangmaschine, der Mini Max, deswegen heißt der auch Mini Max. Ist nochmal ein bisschen anders vom Skirt, ja, der Skirt ist hier besser befestigt, in Anführungszeichen, der ist halt angebunden mit einem Draht. Der hier ist mit einem Gummi fixiert von dem normalen Mini und der Micro ist auch mit dem Gummi fixiert und dann wie gesagt nochmal kleiner. Aber Mini und Mini Max haben auf jeden Fall die gleichen Chatterblätter von der Größe, ja, und sind von der Form auch die originalen, die es eben beim Blatt von dem Original Chatterbait, dem ursprünglichen, gibt. Zu dem kommen wir jetzt. Der ist dann die nächste Größe, der Original Chatterbait. Hier einmal noch in seiner Verpackung. So sieht das Ding aus. Und das ist wie gesagt der ursprüngliche, den Seaman 2006 erfunden hat. Und damit startete dann das ganze Chatterbait-Ding. Danach folgten all die anderen, die ihr hier seht. Und ja, der hat eben dann schon ein größeres Blatt. Ist deswegen auch von der Vibration natürlich anders. Hat hier auch dieses Ding drin, was den Snap ersetzt. Also es gibt ja welche, die haben Snap drin. Dann gibt es welche, die haben hier dieses Drahtteil drin. Ist halt nochmal ein bisschen stabiler, das Drahtteil. Ihr seht schon, der hat relativ wenig Fransen im Vergleich zu anderen. Da gibt es auch Unterschiede. Ja, die einen haben mehr Fransen, die anderen haben weniger Fransen. Dann gibt es noch unterschiedlich farbige und der hier ist so ein bisschen voller von seinen Fransen als der. Also der Minimax ist ein bisschen voller. Ups. Aber prinzipiell sind die alle natürlich ähnlich. Der Haken, seht ihr schon, ist bei dem aber viel größer. Das heißt, der ist auch für deutlich größere Köder gemacht und deswegen ist er halt auch eher was für größere Barsche bzw. Hechte. Stabil sind die Haken alle wie Sau. Also ihr habt wirklich mal richtige Bretterhaken da dran. Da könnt ihr die Bremse zumachen und voll durchziehen. Dann haben wir den Elite. Elite ist quasi, ja, wie der Name schon sagt, das
Topmodell unter den Seaman Chatterbaits. Und der hat dann einfach ein paar Verbesserungen, die der Originale nicht hat. Wenn ihr die jetzt nebeneinander im Vergleich seht, dann wird euch schon auffallen, dass sie sich ziemlich ähneln. Jetzt muss ich herausfinden, welcher der richtige war. Das ist er. Das ist der normale Chatterbait. Das ist der Chatterbait Elite. Gleiches Blatt. Beide mit dem mit diesem Draht hier quasi vorne dran. Und beim Elite sind dann zum Beispiel halt unterschiedlich farbige Skirts. Die sind auch wieder gebunden mit einem Draht hier unten. Ich glaube, ein Kupferdraht ist das sogar. Dann, wie gesagt, verschiedene Farben. Dann der Kopf. Bei dem normalen ist er halt einfarbig lackiert. Bei dem Elite ist er mehrfarbig lackiert, also hat noch ein paar schönere Farben auch und so. Und die Skirts sind unterschiedlich lang. Also es ist halt alles so ein bisschen schöner noch gemacht, verbessert. Besserer Haken, der ist mit einem Gamakatsu-Haken gemacht. Und ist aber vom Lauf her genauso wie der andere. Hakengröße ist auch gleich. Und der hat dann hier nochmal ein bisschen anderen Köderhalter. Ist bei Seaman ja immer wichtig, dass die auch die Seaman-Köder natürlich halten. Und da kann man nicht diesen kleinen Hookkeeper da dran machen. Lurekeeper. Sondern muss halt hier so eine Dinger nehmen, weil sonst die Seaman-Köder gar nicht darauf halten. So, nach dem Elite gibt es dann die nächste Form, und zwar den Project Z. Project Z war, glaube ich, eine Aktion, wo sie quasi über die Welt verteilt alle Angler gefragt haben, wie es aussieht, was sie denn sich noch wünschen würden für den Chatterbait und was man da noch verändern könnte, was man noch verbessern könnte. Und letztendlich habt ihr hier wieder das gleiche Blatt wie beim originalen Chatterbait, aber, das muss ich mal irgendwie rauskriegen, bei dem habt ihr dann wieder noch ein paar andere Verbesserungen. Zum Beispiel habt ihr hier eine andere Kopfform, den gibt es auch in zwei Varianten. Ich habe jetzt hier mal den Weedless ausgepackt. Ja, Weedless ist also der, der oben noch einen Weedguard dran hat, hier, dass ihr vor Kraut und vor Hängern einfach geschützt seid. Dann haben wir den natürlich auch nochmal in der normalen Version ohne Weedguard. Auch hier wieder unterschiedlich farbige Fransen, unterschiedlich lange Fransen. Ihr habt hier einen Skirt, den ihr auch runter machen könntet und wechseln. Ja, der ist also mit einem Gummi hier befestigt. Und den könnte man theoretisch, ich mache es jetzt nicht ab, weil ich ihn dann wieder rauffriemeln müsste, aber den könnte man theoretisch runterziehen und tauschen. Ja, auch hier habt ihr dann, ist dann mehr in USA hergestellt, dann sind mehr Stainless Steel, also Edelstahl, Edelstahlteile sind mehr verbaut. Ihr habt auf jeden Fall eine andere Kopfform, das fällt definitiv auf, wenn man ihn vergleicht mit dem Originalen oder auch mit dem Elite. Ja, das heißt, ihr habt hier eher so einen längeren Kopf. Und bei den anderen habt ihr mehr diesen footballförmigen, etwas fetteren Kopf. Dadurch habt ihr bei dem eine andere Aktion als bei dem. Blatt ist das gleiche, nur in einer anderen Farbe. Aber Aktion ist gleich. Aktion ist unterschiedlich. So, Blatt ist gleich, Aktion ist unterschiedlich. Der schlägt zum Beispiel viel stärker hier oben gegen den Kopf gegen, wenn er läuft. Ne? Der läuft ja unter Wasser mit diesem wackelnden Blatt. Und bei dem passiert es nicht so. Ja? Das heißt, da ist dieser Sound weg, aber dadurch bewegt sich der Kopf halt stärker und der ganze Köder bewegt sich stärker. Das ist also ein Unterschied von den beiden. Da haben sie sich ein bisschen was bei gedacht und haben einfach mit der Kopfform den kompletten Köderlauf verändert. Dann kommen wir als nächstes zu den Freedom Chatterbaits von Seaman. Und da ist der Name auf jeden Fall Programm. Wir haben normal den Chatterbait Freedom und den anderen Chatterbait CFL. Heißt aber auch Freedom. Freedom ist halt auch nochmal eine extra Brand, mit denen sie die zusammen gemacht haben. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem normalen an. Das heißt, das war der erste. Das ist dieser hier. Und der Name ist Programm. Ne? Freedom steht hier für verschiedene Sachen eigentlich. Also so kann man sich das zumindest herleiten. Und zwar habt ihr bei dem Köder als erstes mal einen Offset-Haken, den ihr wechseln könnt. Das heißt, hier unten kann man den rausdrehen, ja, ein bisschen Gefummel, aber ihr könnt ihn theoretisch einfach wechseln und abmachen. So, das heißt, ihr habt jetzt hier den Haken und könntet da eure Hakengröße anpassen, könntet eure Hakenform anpassen, könntet, wenn ihr sagt, ihr wollt zum Beispiel keinen Offset-Haken nehmen, könnt ihr da was anderes ranmachen. Aber vor allem die Größe und so weiter kann man anpassen und ihr könnt natürlich auch einfach den Skirt hier hinten runterziehen. Das heißt, dann habt ihr wirklich den Haken, Skirt und Kopf alles voneinander getrennt und könnt so mixen, wie ihr wollt. Ja, aber ich lasse den jetzt natürlich immer drauf. Ist auch eine geile Farbe eigentlich, finde ich. Dann habt ihr hier einmal natürlich den Kopf, der wieder eine andere Form hat als die originalen Chatterbaits und eher so ist wie der Project Z. Das heißt, dass sich hier das Blatt doller bewegen kann. Und nicht nur das Blatt und der Kopf bewegen sich dann doller, sondern dadurch, dass der Haken hier hinten natürlich frei schwingt und nicht fest ist wie bei den anderen, könnt ihr damit auch insgesamt einfach eine stärker schwingende Aktion produzieren. Damit habt ihr wirklich Freedom in jeder Form. Ihr könnt den ziemlich schön anpassen, könnt damit quasi eigentlich alles hinten ranhängen, was ihr wollt. Jede Ködergröße, jeden Haken, jede Hakengröße, also komplett frei
entscheiden, wie ihr es machen möchtet. Normales Cheddarblatt wieder dran, wie beim Originalen. Also gleiche Größe. Ne? Das ist das Original Cheddarblatt, was sie fast überall benutzen, außer bei den kleineren und dann bei anderen Modellen, die ich euch gleich noch zeige. Und das ist die, wie gesagt, normale Freedom-Version. Dann gibt es auch noch den Freedom CFL. Da ist die Besonderheit, dass der mit einem Zinkkopf gemacht ist. Das heißt, der Kopf hat einen anderen Sound, wenn das Cheddarblatt dagegen haut. Ist aber nicht nur eine Besonderheit, sondern es gibt noch mehr Besonderheiten. Und zwar, wenn ihr euch den mal anguckt, der hat eine komplett andere Kopfform. Ja. Der ist dafür gemacht, dass ihr ihn tiefer fischen könnt und ihr auch bei höherer Einholgeschwindigkeit den Köder nicht nach oben zieht. Das heißt, ihr lasst ihn zum Beispiel zum Grund sinken und lasst ihn dann einfach über den Grund hüpfen. Jedes Mal, wenn ihr ihn anzieht, habt ihr die Chatter-Aktion und der macht richtig Action. Dann fällt er zum Grund runter und bleibt so ein bisschen am Grund stehen. Je nachdem, was ihr dann dafür einen Köder drauf habt, wenn ihr zum Beispiel einen auftreibenden Seaman-Köder habt, ne, der kann sich halt auch frei bewegen, weil es auch Freedom ist. Ja, also hat die gleichen Vorteile wie der andere eben auch, nur dann eben mit der komplett anderen Kopfform und vor allem mit diesem Zinkkopf, der einen anderen Sound produziert, wenn ihr ihn unter Wasser halt führt und das Blatt dagegen schlägt. Also das ist das Ding fürs tiefe Wasser und um auch nah am Grund zu fischen und das dann eben entweder kombiniert, hat's geraubt, entweder kombiniert mit dem Kopf, der dran ist oder mit dem Haken, der dran ist oder mit einem Haken eurer Wahl. Also Freedom, auch ein cooles Teil. So, dann kommen wir zu den zwei letzten Normalversionen. Wie gesagt, ich habe euch ja erzählt, das kann man hier ewig machen. Ne? Da haben wir einmal den Cross-Eye Chatterbait von David Walker, einem Seaman Pro, der den entwickelt hat. Cross-Eye gibt es auch die normalen Jigs von Seaman, also mit diesen Äuglein hier oben drauf. Sehen immer ganz witzig aus, finde ich. Das ist halt auch so ein Trademark, ein Wiedererkennungsmerkmal von Seaman und von den Seaman Jigs. Wie gesagt, von David Walker, einem Profi aus Amerika, Bass-Profi, der das Ding entwickelt hat. Hat nochmal eine andere Hakenform, hat ein bisschen andere Hookkeeper. Ja, seht ihr hier schon, hat nochmal den oben, nicht Hookkeeper, ich sage immer Hookkeeper, Lurekeeper meine ich natürlich. Hookkeeper sind die kleinen Dinger, die ihr an der Route habt, wo er den Köder reinhängt. So, also ein bisschen andere Lurekeeper, dann eben hier die zwei, die man auch von einem Cross-Eye-Jig kennt, also von den normalen Jigs von Seaman, jetzt ohne Chatterblatt. Und dann hat der vor allem auch nochmal ein sehr, sehr starkes Blatt. Insgesamt ist der vom Aufbau extrem robust gemacht, sodass ihr den krass in Hängern halt auch fischen könnt. Und erstens die Fische natürlich daraus prügeln, also wenn ihr irgendwo, ist eigentlich ein Bassköder, wenn ihr jetzt irgendwo in einem Baum angelt und da die Fische richtig raushämmern müsst, ich sag mal so ein 3 Kilo Bass, so ein 6, 7 Pfund Bass, ja, dann muss die Bremse zu sein, alles muss halten und ihr müsst den aus dem Baum rausholen, bevor er unten ins Holz reingeht. Dafür ist es halt alles extrem stabil gemacht, wie gesagt, auch mit einem stabileren Blatt nochmal. Und ja, durch das andere Material vom Blatt oder das dickere Blatt ist es halt auch nochmal ein bisschen anderer Sound. Aber muss man sich dann immer durchprobieren, was jetzt an den entsprechenden Tagen am besten fängt. Und dann haben wir nochmal einen Köder, den Big Blade von Brian Thrift entworfen wurde, auch einer von den Seaman-Profis aus Amerika. Und der hat natürlich, wie der Name schon sagt und ihr super erkennen könnt, ein riesiges Blatt. Ja, also ein richtiges Monster-Chatterblatt ist bei uns definitiv eher was fürs Hechtangeln als fürs Barschangeln. Hat auch dafür einen sehr großen, stabilen Haken. Die haben alle wirklich große, fette, stabile Haken. Also da kann man gar nichts sagen. Das hält definitiv jedem Hecht stand. Und ja, da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Schön buntes Ding hier. Da gibt es dann auch in verschiedenen Farben und auch die Köpfe angepasst zu den Farben von den Skirts und so weiter. Und damit habt ihr quasi den letzten aus der Serie. Der kleinste ist, wo ist er hier? Der hier mit dem Microblade und der größte ist der mit dem Riesenblade. Aber auch von der Form her, der hier wieder die Originalform vom Original Chatterbait. Und ja, wie gesagt, eigentlich eine Hechtvariante. Zu guter Letzt noch die zwei Kollegen, hatte ich vorhin schon erwähnt, sind keine normalen Chatterbaits, sind einfach ja, Swim-Jigs, beziehungsweise nee, keine Swim-Jigs, einfach nur Jigs. Swim-Jig ist wieder der ne, andere Kopfform und mit Skirts dran und so weiter. Nee, das sind einfach nur Jigs. Und der hat hier so eine etwas abgeflachte ja, Tablettenform quasi mit großen Augen dran. Und ein Willow Blade, das heißt, das ist dieses langgezogene Blatt, hat dadurch natürlich eine engere Aktion, einen engeren Lauf und macht eine andere Druckwelle und auch andere Blitzreflexionen unter Wasser als die originalen Chatterbaits. Und dann haben wir hier nochmal einen originalen mit einem normalen Kopf dran, richtig schön großen Augen. Auch 3D-Augen, guckt euch die mal an. Finde ich richtig geil bei Seaman.
Die Augen sind immer top, gibt es auch nur die Jigs. Gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht, aber habe ich neulich in Florida gefunden mit Yoshi. Die sind vor allem fürs Meeresangeln gemacht. So. Und ja, das, wie gesagt, einfach ein normaler Kopf ohne irgendwelche Fransen dran. Wenn ihr sagt, da seid ihr eher Fans von, als ja mit dem ganzen Fransenkram noch mit dran. Kann auf jeden Fall auch manchmal richtig gut funktionieren und teilweise auch besser als die Fransengeschichte. Ja, imitiert dann natürlich, je nachdem, was ihr da für einen Trailer raufzieht, viel eher einen Fisch. Also nochmal kurz die Zusammenfassung. Wir haben die ganzen kleinen, ja, da fängt es theoretisch mit dem ganz winzigen Flashback an, der aber schon voraufgezogen ist. Dann kommt der Micro, dann kommt der Mini, dann kommt der Mini Max, der jetzt neu dazu kam. Dann haben wir den normalen Originalen. Ja, dann haben wir hier natürlich alle mit einer ähnlichen Aktion, den einfach Originalen besser ausgestattet als Elite. Dann haben wir den Project Z mit einer anderen Kopfform. Den gibt es einmal als Weedless und einmal als normale Version, nicht Weedless. Hat dann halt auch nochmal ein paar ja, Verbesserungen, viel gesagt, aber größter Unterschied, andere Kopfform, gleiche Blattgröße. Dann haben wir den normalen Freedom. Wir haben den Freedom CFL, auch gleiche Blattgröße, einmal zum tieferen Angeln, dann ansonsten einfach zum schnellen Wechseln und Anpassen, wie ihr den gerne hättet. Dann haben wir den Big Blade, das ist der mit dem ganz großen Blatt. Dann haben wir den Cross Eye mit den Augen drauf und ja, ein bisschen kräftiger noch gebaut, um eine lange Lebensdauer zu haben und vor allem auch im Cover und so weiter richtig brutal eingesetzt werden zu können. Dafür ist der gemacht. Dann haben wir den ganz normalen Chatter, das ganz normale Chatterblatt an einem einfachen Jig. Und dann haben wir nochmal das Willowblatt, also das schmalere mit anderer Vibration, weniger Vibration, auch einem kleineren Kopf, auch an einem normalen Jig. Das sind so die Unterschiede, die es bei den Dingern gibt. Und ja, dann gibt es natürlich noch viele verschiedene Trailer. Auf die gehen wir jetzt als nächstes ein. Dafür habe ich hier nämlich meine Tasche mit Trailern auch noch bestückt. Die haben wir hier einmal alle. Und da gibt es verschiedene Hersteller natürlich. Siemens hat selber einige, die man daran machen kann. Mein Lieblingstrailer ist allerdings nicht von Siemens, sondern von Reins. Und die zeige ich euch jetzt einmal kurz auch im Schnelldurchlauf. Ihr habt die Razor Sheds. Könnt ihr euch schon vorstellen, läuft richtig geil am Chatterbait und bewegt sich hinten natürlich mit dem Schwanz super, macht richtig schöne Druckwellen und schlägt links, rechts. Dann habt ihr, kann man auch gut nehmen, hier einen Twister. Das ist jetzt einfach mal von Siemens, der Grubz. Ja, also einfach ein Twister-Schwanz. Fischt Karol zum Beispiel immer sehr viel. Mache ich eher weniger, aber kann man am Chatterbait auch gut einsetzen. Dann habt ihr den Slim Swim, heißt das Slim Swim? Ja, Slim Swim Z. Und der hat einfach einen etwas kleineren Schwanz hinten. Der hat halt keinen großen Paddle-Tail, sondern einen relativ schmalen Schwanz. Ja, seht ihr hier. Und ist damit ein bisschen besser geeignet für die Chatterbaits, weil die normale Aktion von so einem Köder geht am Chatterbait immer so ein bisschen verloren. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel einen Köder mit einem größeren Schaufelschwanz nehmen würdet, dann beeinflusst immer das Chatterblatt zu sehr den Lauf vom Köder und andersrum. Also das ja, ist eigentlich kontraproduktiv. Ich nehme immer deutlich lieber was mit einer weniger starken Aktion und da, wie gesagt, mit einem kleineren, dünneren Schwanz. Dafür kann man zum Beispiel auch den Easy Shiner nehmen, aber wenn ich den Easy Shiner dafür nehme, das ist jetzt hier ein 3,5 Inch, passt gut auf die kleineren Versionen hier von den Chatterbaits, dann nehme ich den und mache einfach hier links, rechts am Schwanz einen kleinen Schnitt, also hier ein und hier ein, ja, sodass ihr insgesamt eine schmalere Schwanzform bekommt. Und der Grund, warum ich überhaupt mit Schaufelschwänzen fische, ist, dass der halt dann beim Runtersinken immer noch ein bisschen mehr Aktion hat. Das heißt, ihr könnt einen Chatterbait natürlich, kommen wir gleich nochmal zu, wie ihr den führt, aber ihr könnt den einfach nur einleiern, dann ist sowas eigentlich relativ egal. Ihr könnt ihn aber auch immer mal wieder absinken lassen und zum Grund runtersinken lassen. Und dann ist es schon geil, wenn man die Aktion immer noch beim Absinken von diesem kleinen Schaufelschwanz hat. Aber wie gesagt, beim Lauf, also wenn ihr ihn dann kurbelt, dass sich nicht gegenseitig zu stark beeinflusst. Also da könnt ihr die Köder ein bisschen tunen. Und dann auch normale Schaufelschwänze nehmen, wenn ihr ein Stück abschneidet. Ansonsten machen sich natürlich auch noch gut Sachen, wie hier zum Beispiel der Scented Jerk Shed. Und der ist dann einfach ein V-Schwanz von Siemens. Natürlich auch Siemens typisch extrem langlebig und unzerstörbar. Das Teil kann man auch gut als Trailer für ein Chatterbait nehmen. Was sich natürlich auch gut macht, sind hier solche Sachen. Der Shed Impact von Kitech, hier ist gerade einer als Softjog montiert, aber normal einfach natürlich, ne, macht der hinten auch schön seine Vibration. Hat aber eben keine große Aktion mehr, wenn er dann absinkt. Das ist dann der ganz normale Lauf vom Pintail, wie er halt nach unten geht, ohne dass er irgendwie groß was macht, vielleicht noch so ein bisschen schlängelt. Und dann haben wir den absoluten Favoriten für mich zum Chatterbait-Fischen, und zwar von Reins, den Bubbling Shaker. Gibt es in verschiedenen Größen, gibt es in 3 Inch, 3,5, 4 und 5, glaube ich. Und ich nehme vor allem den 4er und den 5er.
zum Angeln am Chatterbait, weil der einfach einen extrem geilen Lauf produziert. Und ich kann euch auch sagen, warum. Der ist halt geriffelt und dadurch relativ voluminös, aber trotzdem sehr, sehr, wabbelig. Also irgendwie dieser Name Bubbling Shaker, der passt schon sehr gut. Dadurch, wie gesagt, durch die Riffeln ist der eigentliche Körper relativ schlank und es wirkt aber insgesamt vom Volumen immer noch relativ groß. Und dann ist er hier zwischen einmal ein bisschen verdünnt, hat hinten noch so einen ganz kleinen Pintail dran, also ein richtiges Mini-Ding hier oben und ist hinten am Schwanz aber insgesamt nochmal dicker. Also von der Form her wird er einmal ein bisschen dünner, dann wieder dicker und dann hinten noch dieser ganz kleine Pintail dran. Und das sorgt wirklich für einen unfassbar geilen Lauf unter Wasser an einem Chatterbait. Und der ist nicht nur beim Chatterbait super, ich nehme den auch gerne als Trailer für normale Skirted Jigs und Rubber Jigs. Aber am Chatterbait, wie gesagt, unfassbar geile Aktion. Den könnt ihr immer mal wieder so ein bisschen twitchen, also so ein bisschen zupfen. Und dann läuft er wirklich richtig, richtig krass. Und das ist definitiv mein Favorit. Ich habe hier mal auch ein paar ja schon gerickt natürlich, die ich in letzter Zeit so gefischt habe. Das war der Killer in den letzten Tagen. Minimax mit einem Bubbling Shaker. Hier der Minimax in Green Pumpkin und der Bubbling Shaker in Green Pumpkin Chartreuse. Ansonsten hatte ich hier nochmal eine andere Farbe vom Minimax. Der zum Beispiel hier ist gerickt mit einem Sexy Impact von Kitech. Auch eine ganz coole Sache. Läuft halt auch hier hinten so schön hin und her, aber kommt noch nicht an den Bubbling Shaker ran. Also der Bubbling ist wirklich einer der geilsten. Das hier mal von den kleinen. Ansonsten hier habe ich noch ein paar große gerickte. Da sind echt fette Teile dabei. Hier zum Beispiel ja, richtiges Mutterschiff. Richtiger Monster-Chatterbait. Sowas kann man natürlich in Holland gut für Barsch fischen. Ansonsten hier bei uns nehme ich sowas dann eher für Hecht. Mit so einem Riesen, das ist irgendein, ich weiß gar nicht, was das für ein Missile-Bait. Irgendein Missile-Bait, Creature, Köder. Man kann auch einen Krebs da hinten ranhängen. Theoretisch kann man da alles ranhängen, was man will. Hier ist zum Beispiel noch mal einer, ist ein anderer. Der ist von Picasso hier. Auch bei Carmo haben wir noch mehr Chatterbaits als Seaman. Ja. Das hier, wie gesagt, zum Beispiel ein Picasso mit dem großen 5-Inch Bubbling Shaker dran. Ja, also es gibt unzählige Varianten, wie man die Dinger montieren kann. Hier mit einem richtig großen Twister. Und hier habe ich zum Beispiel auch noch mal einen von Picasso mit einem ganz großen Bubbling Shad von Reins. Ja, der halt auch schön hier hinten am Schlabbern ist. Der allerdings hat wieder einen richtig großen Schwanzteller und macht damit das, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen zunichte. Ne? Der macht konterkariert die Aktion vom eigentlichen Chatterblatt und spielt mehr seine eigene Aktion aus. Aber trotzdem für Hecht ist es ein geiles Teil. Und ja, kann man, wie gesagt, auch eigentlich seiner Fantasie freien Lauf lassen und alles ranhängen, was man will. Aber das, was ich euch gerade gezeigt habe, fische ich so auf jeden Fall am wenigsten, nämlich mit einem großen Schaufelschwanz. Sonst geht eigentlich fast alles. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Führung der Teile. Und da kommen wir mal erstmal ganz kurz zu den Routen. Ich fische jetzt mittlerweile tatsächlich, obwohl ich lange kein Fan davon war, fische ich Routen, die ich mit einer Mono bespule, beziehungsweise Rollen, die ich mit einer Mono bespule. In dem Fall ist das hier das Seagar Tatsu Fluorcarbon. Ja, warum? Weil die Dinger natürlich extrem viel Vibration machen. Ist einmal für die Rollen nicht so geil und auch weil man es in der Hand die ganze Zeit spürt wie Sau. Ja, gerade bei den größeren Chatterblades merkt man das sehr stark. Ansonsten, weil der Köder auch einfach besser läuft. Dazu auch nicht so straffe Routen, also immer etwas weichere Routen. Alles, was ich euch immer an Tipps gebe, ne, wenn ich sage, ja, ihr braucht eigentlich eine weichere Route für Crankbaits und Chatterbaits zum Beispiel und dann braucht ihr wieder eine harte Route zum Jiggen, dann braucht ihr wieder hier für das und das. Das sind immer die Optimalfälle. Also im Optimalfall solltet ihr eine etwas weichere Route nehmen, entweder mit Mono oder halt mit einer geflochtenen und dann würde ich aber empfehlen, ein relativ langes Vorfahrt daran zu machen, um einfach die Aktion vom Köder nicht kaputt zu machen und um außerdem eure Rolle zu schonen, eure Hand zu schonen, weil es halt auch irgendwann nervig ist, wenn es die ganze Zeit so rüttelt in einer Tour. Ich, wie gesagt, relativ softe Route mit dazu noch einer Mono und das kann man aber natürlich auch andersrum machen, also zum Beispiel eine härtere Route mit Mono oder eine weichere Route mit geflochtener Schnur, sodass ihr dann irgendwie so ein Zwischending da habt, denn ich weiß, dass die meisten Leute sich keine extra Chatterbait-Route kaufen werden, aber es gibt viele Searchbaits, also sowohl Crankbaits als auch Chatterbaits, als auch zum Beispiel Twitchbaits eigentlich auch besser, mit einer weicheren Route zu fischen. Da kann ich euch empfehlen, mal eine Route zu haben, die entweder mit einer Mono bespult ist oder eben einfach ein bisschen softer von der Aktion. So, und jetzt fehlt nur noch der Lauf an sich. Ich habe hier vor noch ein kleines Titanvorfach, ein 1x7 Titan, was nicht zerknickt und was aber trotzdem kaum sichtbar ist. Wenn ich jetzt überhaupt keine Hechtgefahr habe, dann habe ich sie nur mit einem Snap verbunden. Das heißt, ich kann es auch theoretisch einfach abmachen und ohne Vorfach fischen. Aber wie gesagt, Hechtgefahr hat man ja häufig.
Und jetzt zeige ich euch einmal ganz kurz, wie ich das Ding führe, wie man den Köder animiert und was es da für Möglichkeiten gibt. Also prinzipiell ist es immer ein bisschen abhängig davon, wie ihr den Köder führt, was ihr für einen Trailer nutzt. Das heißt, wie eben schon gesagt, ne, wenn ihr einen Köder habt, der noch einen Schaufelschwanz hinten dran hat, dann könnt ihr auch gut in der Absinkphase noch Bisse provozieren und habt dann halt die Möglichkeit, den eigentlich wie jeden normalen Jig zu fischen. Das heißt, ihr kurbelt ihn ein bisschen, dann lasst ihn wieder absinken. Kurbelt ihn wieder ein bisschen, lasst ihn wieder absinken. Wir sind ja auch vorhin auf den CFL Freedom eingegangen, der eben dafür gemacht ist, mehr am Grund geführt zu werden. Also je nachdem, was ihr für ein Einsatzgebiet habt, könnt ihr den eigentlich ziemlich variantenreich fischen. Also eine Variante ist die normal wie, ich sag mal Faulenzen. Ich mag das Wort eigentlich immer nicht, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, klingt so faul. Aber Faulenzen, also einfach immer nur ein paar Kurbelumdrehungen und wieder zum Grund runter sinken lassen. Ein paar Kurbelumdrehungen und wieder zum Grund runter sinken lassen. Da haben wir ja vorhin auch gesagt, ne, der CFL Freedom zum Beispiel ist gemacht, um wirklich am Grund gefischt zu werden. Und andere sind dann halt eher, um sie im Mittelwasser bzw. Flacher anzubieten. Oder eben auch in einem Baum oder so. Dann gibt es die Variante, dass ihr das Ding einfach nur wie ein Crankbait einkurbelt oder wie ein Spinnerbait, ne, wo ihr nichts weiter macht als rauswerfen, auf die gewünschte Tiefe runter sinken lassen und dann kurbeln. Hängt alles natürlich auch immer ein bisschen damit zusammen, was ihr für einen Trailer nehmt und auch für ein Chatterbait sowieso, aber eben auch mit dem Trailer, den ihr verwendet. Also das mit dem Faulenzen, da solltet ihr dann schon was mit einem kleinen Schaufelschwanz nehmen. Und wenn ihr ihn einfach nur durchkurbelt, könnt ihr sowas wie diesen Bubbling Shaker nehmen oder irgendeinen anderen Köder, der halt hinten beim Kurbeln immer noch genügend Aktion hat. Und dann gibt es noch die Variante, die ich eigentlich immer so ein bisschen mit reinmische, den Köder einfach so zu zupfen und immer mal wieder zu stoppen, so ein bisschen noch mit der Route zu animieren. Dadurch hat er gerade mit diesem Bubbling Shaker, den ich jetzt als Trailer gewählt habe, halt diese flatternde, wackelnde Labberaktion da hinten und sieht eigentlich wirklich richtig geil aus. Das heißt, werfen, so ein bisschen mit der Route animieren, zwischendurch mal einen Zupfer. Mit der Baitcast geht es auch ganz gut mit einer Hand, dass man den immer mal so zupft, dann wieder ein bisschen absinken lässt. Und das ist eigentlich die dritte Version. Also entweder ihr kurbelt ihn einfach nur ein oder ihr faulenzt ihn oder ihr animiert ihn noch ein bisschen mit der Rute und macht so ein paar kleine Zupfer rein, um halt den Schwanz hinten noch mal mehr zu animieren und für mehr Aktion zu sorgen. Ja, das war's soweit erstmal. Normalerweise setze ich den halt im Sommer ein. Also es ist für mich wirklich ein Sommerköder, der gut funktioniert, wenn das Wasser wärmer ist. Er funktioniert super auf Hecht, funktioniert aber auch top auf Barsch. Zander ist jetzt, würde ich sagen, nicht so der Hauptzielfisch mit dem Chatterbait. Aber Barsch und Hecht ist definitiv krass. Natürlich auch alle möglichen Sachen wie Rapfen, Forelle, Bass logischerweise. Ja, dafür funktionieren die Chatterbaits natürlich, sind sie gemacht für, auch sehr gut. Und sollte man definitiv im Sommer dabei haben, denn jetzt folgen noch ein paar Aufnahmen von vorgestern, wo wir mit diesem Köder, dem Minimax von Seaman, richtig brutal abgeräumt haben. Die Chatterbaits bekommt ihr natürlich bei Carmo oder dem Fachhändler eures Vertrauens oder auch bei Hypefishing. Wir haben erstens nochmal ordentlich bestellt und zweitens sind wir überhaupt erstmal wieder online. Ja? Das wissen ja vielleicht auch einige noch gar nicht, dass Hype wieder am Start ist. Da solltet ihr definitiv mal reingucken. Haben wir viele coole Sachen, werden auch nach und nach immer noch mehr. Aber wir haben auch schon viel geiles Zeug, unter anderem natürlich genau diese Kombination, also den Minimax Chatterbait mit dem Bubbling Shaker. Kriegt ihr da. Und unten in der Videobeschreibung ist der Link, da kommt ihr direkt in den Shop und da könnt ihr definitiv mal reingucken. Jetzt viel Spaß noch mit den letzten Aufnahmen. Das war ein brutaler Tag, sage ich euch. Ja, das ging schnell. Zwar kein großer, aber hübscher. Zweiter Wurf, vier bis fünfter Wurf, erster Fisch. Und ein paar Würfe später haben wir zumindest schon mal den ersten Barsch, auch wenn es noch kein Riese ist, aber der erste auf den neuen Minimax Chatterbait von Seaman mit einem Bubbling Shaker von Reims als Trailer. Herrlich. Da denkst du jetzt hier bei mir auch mal ein ganz guter Barsch. Ja. Mini-Hechtflöte. Jawoll, Alter. Ich sag gerade zu Clemens, das sieht richtig gut aus auf dem Echolot. Hier ist ein richtig schönes Krautfeld an so einer Kante. Und genau vorm Boot steckt hier auf jeden Fall ein Mitte 40er ein auf den neuen Minimax. Da ist er. Der, ich glaube, 9 Gramm hat der, ich weiß gar nicht genau. 10 oder so, mit dem Bubbling Shaker in 4 Inch. Und eine richtig schöne Kirsche. Und der Kollege hat 47. Wow, 1 cm größer. 47er, ey. Wahnsinn, herrlich. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die neuen Chatterbaits richtig gut funktionieren, egal ob für Hecht oder Barsch. Digi! Alter! Was ein Koffer.
geil, schönes Ding. Digga, das ist der nächste, Alter. Jetzt bei mir. Ich habe, als Clemens den drauf hatte, einen verloren hier auf den Chatterbait. Und jetzt nochmal wieder zurückgepaddelt zu der Stelle und auch noch so einen Koffer geholt. Guckt euch mal diesen fetten Koffer an, ey. Was ein dicker, fetter Barsch. Da hängt der nächste. Aber ob es ein Barsch ist? Das gibt's doch gar nicht. Der nächste. Und wieder auf den Minimax Chatterbait. Junge. Was ein Koffer wieder. Alter, das ist doch nicht wahr. Der nächste Riesenkoffer. Baboom, bada bang. Another one. Was für ein geiler Köder. Warum gibst du ihn erst jetzt? Köder heute das allererste Mal. Den, nicht den Bubbling Shaker, der hier dran hängt, sondern den Minimax Seaman Chatterbait. Der hat so abgeräumt. Ich habe den gesehen schon bei Carmo, als der online ging. Und mir gedacht, das wird der neue Barsch. Und genauso ist es. Also Seaman ist ja quasi der Erfinder des Chatterbaits. Nicht quasi, sondern ist der Erfinder des Chatterbaits. Und die haben jetzt endlich halt einen gemacht, der auch ein kleineres Blatt hat. Also der wirklich perfekt passt für unsere Barsche. Kombiniert mit einem 4-Inch Bubbling Shaker. Ja. Und da ist dann Koffer Nummer 7. Der 47 plus. Ich weiß nicht, was der jetzt hat. Der wird auch so, könnte auch 45 haben. Von den 6 vorher hatten auf jeden Fall 5 über 45. So, kurz auf die Scale gelegt. Der hat nur in Anführungszeichen 43. Der kleinste bisher heute. Aber immer noch ein brutaler Fisch und wieder abging. Ich habe einen kleinen. Und Max hat schon wieder eine richtige Murmel, Alter. Junge! Was geht denn hier ab, bitte? Das ist so geil. Das ist Wahnsinn. Das macht so einen Bock. Krass. Auch eine richtig schöne Kirsche. Das ist geil hier. Knapp geht über 40. Ja. Der achte? Der achte über 40. Der achte über 40. Petri. Danke. Und einfach alle meine Fische komplett ausnahmslos auf den Chatterbait. Wir sind gerade am neuen Spot angekommen. Erster und zweiter Wurf. Krass. Es ist total verrückt. Total verrückt. Junge, wie der Köder abräumt. Das ist komplett krass. Das ist wirklich komplett krank. Ich habe halt nicht so einen gedeckten Chatterbait. Ey, bestellen wir weg. Alter, das ist der nächste 45 plus. Und ich sag die ganze Zeit im Drill so, nee, ich glaube, das ist jetzt wieder ein Hecht, das ist zu dolle Kopfstöße. Okay, was hat der Kollege? Mal kurz hier auf das Scale. Der hat... Boah, 48? Nee 47, ja? 47. Alter. Ein Stück über 47. Was? Fisch. Petri. Danke. Leute, das gibt es nicht. Ich habe Clemens gesagt, jetzt nimm endlich so ein Chatterbait von mir. Er war zu stolz die ganze Zeit. Erster Wurf. Allererster Wurf. Und so eine Murmel drauf hier wieder. Da ist er. Ja. Was ein Trümmer. Alter. Dieser Köder ist echt krass. Dieser Köder ist einfach so krass, Mann. Das war der erste Wurf. Ungelogen, der erste Wurf. Und es ist nicht so, dass du vorher irgendeine Scheiße gefischt hast. Nee, eigentlich meine Lieblings-Chatterbaits, aber vielleicht ist das ja auch mein neuer Liebling. Erster Wurf mit diesem Chatterbait. Verrückt. Ich bin vorher auch richtig verzweifelt, ja. Also, ich habe trotzdem richtig geile Köder gefischt, aber die haben einfach nicht gefangen. Und entweder ist es das größere Blade oder der dunkle Köder. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Aber es war vor allem gerade richtig geiler Proof, dass es am Köder lag und nicht an irgendwas anderem. Ich habe nämlich, ich fische zum Beispiel Mono, eine sehr weiche Rute und durchgängig Fluo, also das Sieger Tatsu. Und ich dachte schon, vielleicht liegt es daran, aber es scheint der Köder zu sein. Da ist Clemens wieder einer genau vom Boot eingestiegen, zwei Würfe später. Boah, der ist richtig kräftig. Oh ja. Oh ja. Ja. Und auch richtig groß. Oh ja. Yeah. Wir sind in Brandenburg, ne? Nicht in Holland oder so. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen aufgeholt. Drei Würfe, nochmal zwei 40er gefangen. Wenn ich so weitermache, gleichen wir noch. Krass.
So, 45. Ich hatte noch nie so einen krassen Angeltag an einem recht unbekannten See. Ja, wirklich dafür, dass wir uns hier gar nicht auskennen. Ich das erste Mal hier, Clemens war auch erst ein, zwei Mal hier. Und vor allem zu einer ganz anderen Zeit, also wo du komplett anders geangelt hast. Ja, im Oktober oder so war das. Das ist wirklich brutal gewesen. Und vor allem von 11-40ern waren 9 auf den Seaman Minimax. 7 und 10 Gramm. Alter. Absolut Wahnsinn. Brutal. Was das Ding hier heute rausgeballert hat. Wir haben gerade quasi die Abmoderation der heutigen Story gemacht. Und 2 Würfe später brettert hier nochmal so eine Maschine drauf. Der könnte auch nochmal über 45 haben. Doch, ich denke, der wird auch nochmal über 45 haben. Einer der krassesten Barschangeltage, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte.